Du willst dein Dartboard effektiv leiser machen, aber ohne viel Geld auszugeben oder auf teure kommerzielle Lösungen ausweichen zu müssen? Ja, dann habe ich einen guten Tipp für dich, nämlich dieses Dämmmaterial. ArmaFlex von Armacell. Und so viel kann ich hier schon mal verraten. 15 Euro maximal, 15 Minuten Aufwand und genauso effektiv wie manch teures System. Und das ist das Material, mit dem habe ich das realisiert. 90 mm dicker Schaumstoff quasi, ArmaFlex nennt sich das. Gibt es in Rollenware, weil Camper damit auch isoliert werden, aber auch im Zuschnitt. Du brauchst nicht mehr als 1 Quadratmeter, um so ein Dartboard inklusive Surround zu dämmen. Gibt es mit selbstklebender Rückseite, aber auch ganz ohne, dann sparst du dir ein paar Euro. Ich habe hier eine selbstklebende Variante genommen für 1 Quadratmeter. Dann habe ich mir die ganze Matte einfach auf dem Boden ausgebreitet, ein Dartboard inklusive Surround draufgelegt und mir dann einfach mit einem Edding die Maße außen abgezeichnet. Und dann kannst du das Ganze mit einem Cuttermesser oder mit einer guten Schere sehr einfach ausschneiden. Die Mitte, und da habe ich eine ganz einfache Zweilochhalterung, so wie sie eigentlich bei jedem Dartboard dabei ist, habe ich entsprechend ausgespart. Auch das kannst du dir anzeichnen. Und da ist das Praktische bei den Armaflex-Matten mit der Kleberückseite, dass du da so eine kleine rechteckige Einteilung hast. Da kannst du also sehr sauber dir markieren und die Schnitte machen. Also einfach Dartboard und Surround anzeichnen und ausschneiden und dann habe ich das Ganze hier an die Wand geklebt. Wie gesagt, ich habe jetzt hier eine Variante mit Klebefolie genommen. Da kann ich die Keile jetzt hier entfernen. Die lege ich mal eben auf den Tisch. Und das Dartboard ist ganz simpel über eine Mittelschraube eingehangen. Und da siehst du dann auch schon meine Halterung. Ist natürlich sehr easy anzubringen. Ich habe mir vorher diesen Ausschnitt gemacht. Das Ganze ist ja 19 mm dick, musste also auch auf diese Höhe kommen. Das heißt, ich habe das einmal ein bisschen unterfüttert und dann habe ich einmal hinten und einmal auf der Vorderseite, hier wo ich das verschraubt habe, das gleiche Material benutzt. Das ist ja 19 mm dick, aber es lässt sich auch zusammendrücken. Da siehst an sich auch, dass das hier so ein bisschen rausquillt, macht aber nichts. Oben so ein kleines bisschen schräg eingeschnitten, hier ein bisschen mit dem Messer das Ganze rausgepopelt, dass die Mittelschraube drauf kann. Und dann kannst du dein Dartboard da aufhängen. So, mal gucken, ob ich das so mit einer Hand hinkriege. Zack, ja doch, hängt schon. Die Mittelschraube halt genau so abstimmen, dass das hier einfach hängt. Dartboard selber kann ich jetzt wunderbar einfach drehen, um das Ganze zu fixieren. Ich nehme, wie gesagt, immer gerne Dartboard-Keile. Aber wenn du ein Winmore oder Nodorboard hast, kannst du die Abstandshalter ganz normal benutzen oder was auch immer du da für eine Halterung benutzt. Ich habe mich hier dazu entschieden, den Surround quasi mit auszuschneiden. Dann habe ich hier eine größere Auflagefläche und der Surround ist hier dann schön bündig mit meinem Dartboard. So sieht es bei mir dann aus, wenn ich meine Dartboard-Keile mit drin habe. Damit ist die Scheibe ja auch fixiert und jetzt kann schon der Surround mit drauf. Na und so sieht es dann aus. Von der Dämmung ist nichts zu sehen, funktioniert aber effektiv. Eine günstige, schnelle Lösung und ich finde von den Ergebnissen auch konkurrenzfähig. Ich blende euch parallel mal ein, wie ich die Messwerte genommen habe. Das mache ich ja immer gleich, auch bei den anderen kommerziellen Entkopplungssystemen. Und bei mir gilt als Referenzwert bei meiner Bausubstanz in meinem Nachbarraum ungedämmt immer so ein Dartboard bei 55 Dezibel. Und um das mal einzuordnen, das ist wirklich schon deutlich hörbares und damit störendes Klopfen, selbst tagsüber. Ich habe hier auch so eine Textstelle aufgeschnappt, da heißt es, dass der Grenzwert bei Zimmerlautstärke in Wohngebieten 50 Dezibel tagsüber beträgt. Also da sind 55 schon deutlich drüber. Mit den Dezibelwerten ist es nämlich auch so, dass wenn ich 50 Dezibel als Ausgangswert habe, nicht etwa 100 Dezibel doppelt so laut sind, sondern das wäre utopisch viel lauter. Das ist Disco-Lärm, Dauerbeschallung. Sondern 60 Dezibel wäre schon doppelt so laut im Empfinden. Und wie gesagt, ich habe bei diesen Dartboards 55 Dezibel, die Pfeile da immer im Nachbarraum zu hören sind. Und wenn du jetzt zu etwas späterer Stunde dartest, also Nachtruhe ist da das Stichwort, habe ich hier aufgeschnappt, dass 35 Dezibel dann der Grenzwert sein sollen. Ich weiß nicht, ob das bundesweit gilt, aber das nehme ich jetzt einfach mal so als Referenz. Tagsüber bitte nicht mehr als 50 Dezibel Zimmerlautstärke, nachts, wenn alles schön ruhig sein soll und auch Nachbarn und so weiter nicht gestört werden sollen, 35 Dezibel. Naja, und jetzt kommt der Knaller. Von 55 Dezibel bin ich mit dieser ganz preisgünstigen Lösung jetzt um minus 23 Dezibel leiser. Im Schnitt liege ich jetzt bei 32. Und damit auch unter dem Grenzwert von 35 für die Nachtruhe.
Und damit du das nochmal für dich einordnen kannst zu Systemen, die ich ja auch schon durchgemessen habe, 32 Dezibel mit dem Armaflex ist echt ein sehr guter Mittelwert. Das liegt, finde ich, auf dem Niveau von einem Windmore Whisper und Board of Silence, denn das Windmore Whisper kommt im Schnitt so auf 30 Dezibel, das Board of Silence auf etwa 31 Dezibel. Das ist jetzt wirklich nicht weit voneinander entfernt. Und das effektivste bislang von mir gemessene System ist das Dartherz viel leiser mit 26,5. Das ist wirklich nochmal eine ganz andere Liga. Aber im Vergleich zu den Kosten und dem Aufwand, den ich hier habe, finde ich, sind minus 23 Dezibel echt schon ein richtig anständiger Wert. Und es macht auch hörbar wirklich einen Unterschied zwischen, ey, das nervt, wenn du dartest, also auch wenn es die Freundin, Lebensgefährtin oder die Kinder sind, die jetzt mal ins Bett sollen, oder eben einem, wenn du nur ganz, ganz konzentriert hinhörst, leichten Pochen von auftreffenden Darts. Und deswegen dachte ich, mit Sicherheit auch mal ein interessanter Tipp, wie du günstig und einfach deine Dartscheibe effektiv dämmen kannst. Und wenn dich da der Vergleich zu den kommerziellen Systemen interessiert, was machen die anders oder besser, dann schau dir gerne die hier verlinkten Videos an. Schreibt mir eure Meinung oder noch bessere Tipps gerne in die Kommentare. Lieben Dank fürs Reinschauen. Tschüss, ciao, good darts. Euer Olli.